Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um die aktuellen Top 10 Unisex-Düfte auf Parfum. Vor ein paar Tagen kam ja von mir dieses Top 10 Herrendüfte der aktuellen Top 10 Parfumo-Liste und habe ja angedeutet, dass ich dann gerne auch die Top 10 Unisex-Düfte einmal bringen möchte. Genau das werde ich heute tun. Auch hier wieder der Hinweis, das sind die jetzigen Januar 2024 Top 10 Unisex-Düfte. Das kann in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr anders aussehen wird es sicherlich aus, deswegen hier auch wieder der Hinweis, wenn es dann nicht mal so sein sollte, chillt mal, ich kann es nicht ändern. Ich habe von den Top 10 Unisex-Düften im Flakon 7 da, 2 davon als Probe und einen kenne ich halt nur vom mehrfachen Riechen und da hatte ich mal eine Probe, die habe ich mittlerweile nicht mehr. Aber alles in allem werde ich hier zu allen dieser 10 Düfte so ein bisschen meine Meinung kundtun, meinen Senf abgeben. Und dann sollte das auch schon gewesen sein. Diesmal genau umgedreht als beim letzten Mal. Nämlich ich fange bei der 10 an und werde mich dann in Richtung Platz 1 vorarbeiten. Bei den Herrendüften war das natürlich genau umgedreht, auch ganz clever von mir. Und auf der Nummer 10 muss ich einmal hier schauen, da haben wir den Accento von Xerjoff. So, den haben wir hier einmal. Und der Accento von Xerjoff ist so bei mir immer ganz gerne in der Frühlingsliste aufgetaucht, weil er einfach für mich ganz wunderbar in den Frühling hineinpasst. Er hat noch dieses Süße, dieses Stärkere, was wir brauchen, wenn die Frühlingstage mal ein bisschen kühler sind. Er bringt allerdings auch so diese Aufbruchsstimmung mit sich, dieses Frische, dieses Frühlinge. Und er hat diese dezente Blumigkeit. Ich habe die Duftpyramide nebenbei offen, nämlich hier die Hyazinthe. Und eine ganz sanfte Irisnote, die diese Eleganz mitbringt. Von auf, diese Ananas, diese Frische, dieses Leckere. Also ein ganz, ganz toller Duft für jeden Tag. Ein Parfum, was man ja eigentlich immer und überall tragen kann, was sehr, sehr gut ankommt. Schöne Projektion, schöne Haltbarkeit. Ich finde er ist zu Recht hier in den Top 10 der Unisex-Düfte dabei, weil er einfach natürlich von Männern als auch von Frauen gleichermaßen getragen werden kann, weil er einfach gut ankommt. Es ist ein unkomplizierter, locker, leichter, gute Laune, schöner Duft. Ich selbst trage ihn nicht ganz so oft, nicht ganz so gern, weiß auch nicht warum. Aber so allgemein ist es einfach ein sehr schöner Allrounder und völlig zu Recht hier mit dabei in den Top 10. Da haben wir ihn einmal, den Accento von Xerjoff. Dann gucken wir auf der Nummer 9 ist dieser lustige Freund hier, der Vidian London. Und ja, den habe ich natürlich schon ganz, ganz oft hier erwähnt auf diesem Kanal. Schon so viele Lobeslieder gesungen auf diesen Duft und ja, völlig zu Recht. Er war mal, meine ich, deutlich höher. Er war mal auf Platz 2 oder auf Platz 3 der Unisex-Düfte, hat sich mittlerweile auch bis auf die 9 verabschiedet. Ist aber gar nicht schlimm, die Konkurrenz schläft nicht, ja, es ist wie im Leben und ist einfach ein wunderbarer Duft, der so fein komponiert ist, so auf den Punkt abgestimmt ist, diese Lederkomponente, dieses leicht blumige, diese leichte Wärme aus einer unterschwellig herumwabernden Vanille mit so vielen verschiedenen Einschlägen und es ist einfach so butterweich aufeinander abgestimmt, dieses Parfum und es ist einer der wenigen Lederdüfte, die ich persönlich sehr gerne mag, die ich persönlich auch gut tragen kann. Ich bin bei Lederdüften sehr kritisch, es ist immer ein bisschen schwierig für mich, mit Lederdüften klarzukommen. Aber dieser hier ist einfach wunderbar und hat eine wunderschöne Haltbarkeit, wunderbare Projektion. Finde ihn auch ganz entspannt unisex tragbar. Es gibt auch so ein paar Unisex-Düfte, da sehe ich dann doch schon die Waage zu der einen oder anderen Richtung ein bisschen mehr ausschlagen. Aber hier geht das wunderbar und er ganz zu Recht hier auf, ja, auf Platz 9 oder in den Top 10. Ich selber würde ihn tatsächlich ein bisschen weiter oben, ja, sehen wollen, sage ich ganz ehrlich. Trotz alledem, er ist berechtigt hier in dieser besten der besten Liste mit dabei. Nehmen wir hier einmal der Vidian London. Ich habe mir vorhin Duft aufgesprüht, indem ich immer wieder rieche. Ja, weil ich vielleicht nachher noch ein Video bringen werden, sehen. Dann haben wir auf Nummer 8 den Kilian Angel Chair. Und das ist der einzige Kandidat, von dem ich im Moment weder Flakon noch Probe habe. Bei ihm habe ich so oft drüber nachgedacht, ob ich mir da, ich will mir die Duftpyramide kurz anschauen, ja, ob ich mir da mal den Vollflakon zulegen sollte, denn ich bin ein großer Fan von der Kopfnote vom Angel Chair, habe ich schon so oft erwähnt, dieser Cognac, dieses Alkoholische in Kombination mit diesem Zimt, mit diesem pralinigen, warmen, dieser Vanille, einfach dieses dezent gourmandige, verführerische, warme und das ist, diese Kopfnote ist so verspielt, sage ich mal, also nicht verspielt im Sinne von
Verspielt, das klingt so doof irgendwie, so in diesem Zusammenhang, aber ich mag die Kopfnote einfach sehr gern. Und dann geht er ein bisschen ab in etwas mehr oder weniger Belangloses. Er verliert dieses gewisse Etwas, er verliert zumindest für mich seinen Zauber in der Kopfnote, den er noch hat, hin Richtung Drydown. Und er wird dann ein bisschen ähnlich eines Parfum de Marley Ojan, den ich in meiner Sammlung habe. Und da sich dann beide für mich nicht mehr so relevant unterscheiden, als dass ich beide haben müsste, habe ich halt den Ojan und den Angel Chair nicht, von dem her. Aber es ist ein wunderbarer Duft. Im Winter, auch im Herbst, quasi immer und überall tragbar. Er gefällt sehr vielen Leuten. Unisex-Tragbarkeit auf jeden Fall gegeben, ohne Einschränkungen meiner Seite her. Komplimentemagnet habe ich das schon gemeint. Es trifft auf jeden Fall zu. Also ein wunderschöner Duft. Berechtigterweise ist er hier. Und wenn ich den Ojan von Parfum de Marly nicht hätte, dann wäre der Angel Chair meiner Sammlung. Aber so ist die Sache nun mal so, wie sie eben ist. Auf Platz 7 haben wir dann den Ombre Nomade von Louis Vuitton. Von dem habe ich nach wie vor nur ein Bröbchen hier, weil ich finde, der Ombre Nomade ist zu Recht ein wunderbarer Duft. Allerdings ist das für mich ein Duft, ich wüsste nicht, wo ich ihn zuverlässig tragen kann. Ich finde ihn schon auf eine gewisse Art und Weise herausfordernd. Er ist tragbar, aber schon herausfordernd. Er hat seine ganz eigene Charakteristik. Er hat dieses Animalische, dieses Kraftvolle, dieses Potente, gleichsam aber auch dieses Verführerische, dieses Elegante, aus einem dezenten Rose-Akkord und dieses sehr Ernstzunehmende. Also es ist ein sehr schöner Duft mit vielen Facetten, mit sehr viel Kontur, keine Frage, und dem nötigen Nachdruck aus der Herausforderung der Duftkreation als solches heraus. Aber für mich ein Parfum, ich könnte ihn nicht ohne weiteres überall tragen. Also zu Hause sowieso nicht, auf Arbeit wird es auch schwierig, da ist er einfach ein bisschen zu krass. Nur noch so, es ist eher ein Duft für Freunde der etwas extravaganteren, ja, Parfums. Und obwohl wir ja hier Louis Vuitton ganz klar natürlich ein Designerhaus haben, einen Designerduft, ist das für mich trotzdem irgendwie sehr, sehr nischig und vom Duft her sowieso, als auch vom Preis, das ist. Also würde hier nicht Louis Vuitton draufstehen, dann wäre das für mich ganz klar ein Nischenduft. Trotzdem ein schöner Duft, ein wunderbares Parfum für all jene, die solche Düfte tragen wollen, die damit klarkommen, keine Frage. Und die auch, ja, in einem Umfeld sind, in dem das verkraftbar ist. Da bin ich halt eher so ein Freund von dem. Ja, Odeon Scorpion finde ich ist ein bisschen entschärftere Variante. Ein bisschen leichter zu mögen, ein Eckchen fruchtiger, ein bisschen umgänglicher. Und auch der Recent Man von Mystery Modern Mark ist da auch ein Duft. Den habe ich beispielsweise da, den ich auch dann und wann mal trage, einfach weil er ein bisschen runder ist oder ein bisschen abgerundeter, nicht ganz so sehr in die Vollen geht. Und für mich einfach so im ganz normalen Alltag etwas besser tragbar ist. Wobei das auch schon ganz wertig ist, aber es ist möglich. Trotzdem Ombre Nomade sehr, sehr schön und berechtigt natürlich hier auch mit dabei. Dann machen wir weiter. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den Tom Ford Tobacco Vanille. So, den haben wir hier, den guten Freund. Und Tom Ford Tobacco Vanille ist ein Duft, der dir im Grunde genommen genau das bringt, was draufsteht, nämlich Tabak und Vanille. Dazu noch ein bisschen, ja, diesen Hauch von getrockneten Früchten im Hintergrund, aber das, was draufsteht, steht im Grunde genommen hier auch im Mittelpunkt. Ein wunderbarer, sehr, sehr potenter Duft mit einer sehr echten, sehr authentischen Tabaknote und wie ich finde auch einer sehr gut gelungenen Vanillenote, die diese Wärme bringt, eine leichte Süße, gleichsam sehr seriös, sehr hochtrabend und irgendwo eloquent daherkommt, insoweit man eloquent bei Parfümerie anwenden kann. Natürlich nicht, ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, was ich hier versuche für ein Bild zu zeichnen. Das ist einfach ein toller Duft, den ich persönlich empfehle als Winterduft, ich ihn aber selten trage und er hat irgendetwas für mich persönlich an sich, womit ich nicht klarkomme. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hatte auch neulich ein Video aufgenommen, Düfte, die ich mir nicht nochmal nachkaufen würde, wenn sie denn mal leer wären. Da ist dieser hier mit vorgekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Video vor dem jetzigen hochlade oder erst danach, aber es wird kein großer zeitlicher Abstand kommen, aber er wird hier auf jeden Fall mit auftauchen, beziehungsweise ist mit aufgetaucht. Trotz alledem. Sehr schöner Duft, auf jeden Fall hier auch unisex tragbar. Wobei man bei dieser Tabaknote durchaus ein bisschen schauen muss. Ja,
kann man das als vortragen oder nicht? Es wird durch dieses Harzige ein bisschen abgefedert und auch diese Kakaonote, die hier noch mit reinspielt, die fängt das alles doch schon sehr schön wieder mit ein. Trotz alledem bleibt eine Tabaknote sehr präsent in der Nase. Muss man schauen, ob das als Frau im Einzelnen so gut geht oder eben nicht. Wie gesagt, trotzdem schöner Duft, hält extremst lang, pulsiert extrem stark und ich kann das schon gut nachvollziehen, warum er hier mit dabei ist. Wir gucken weiter. Dann haben wir als nächstes von Maison Francis Courjean den Grand Soir. So, und den haben wir hier einmal. Und das ist ein Duft. Also wenn ich Grand Soir höre, da kommt mir zuerst der Begriff opulent. Ja, hochtrabend, opulent. Ja, das fällt mir zuerst bei diesem Duft ein. Ein... Ah, es ist dieser Duft, es fällt mir immer wieder schwer, diesen Duft zu beschreiben. Er ist einfach unglaublich raumeinnehmend, raumfüllend, enorm elegant. Er hat dieses harzige, dieses balsamische an sich, dieses ambrierte, einfach diesen ambrierten Dufteindruck. Und für viele da draußen ist das der beste ambrierte Duft, den man so haben kann. Und ah, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, bei diesem Duft. Ich finde ihn so dufttechnisch wirklich schön. Ich mag ihn gerne riechen. Er lässt viele, viele Bilder im Kopf entstehen, aber irgendwie, ich selbst kann ihn nicht so sehr tragen. Ich habe den Eindruck, so er passt nicht zu mir oder meine Haut bringt dann eine ganz andere Entwicklung, wie auch immer. Aber wenn man etwas sucht für den besonderen Abend, für besondere Anlässe, wenn man diesen Duft ein bisschen Raum geben kann und wenn natürlich auch so diese, ich finde es, diesen Duft in einem engen Raum bei 23 plus Grad zu tragen, wo mehrere Leute eng an eng sitzen, da muss man den zumindest sehr, sehr vorsichtig und, ich finde, sparsam dosieren. Allerdings, wenn man ein bisschen Raum hat, wenn es draußen um die 0 Grad sind, beispielsweise man sich aufsprüht, 10 Minuten wartet und dann rausgeht in die Kälte, dann explodiert dieser Duft förmlich, ja, auf der warmen Haut, in der kalten Umgebung und dann mit seinem Dufteindruck. Dieses ganze ambrierte, warme, opulente, das umhüllt einen quasi und ist einfach ganz, ganz krass. Deswegen also erst zurecht mit dir drauf, auch wenn ich mit diesem Duft manchmal nicht ganz so recht weiß, wohin mit ihm und wo ich ihn hinstecken soll quasi. Trotzdem, es ist ein toller Duft und erst zurecht hier mit dabei. Auf Platz, was habe ich gesagt, Platz 5. Wir nähern uns den Top 3. Auf der 4 haben wir Parfum de Marley Herod. Und hier haben wir einen Duft, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und im ganz, ganz groben Stil. Ganz, ganz groben Stil, so ein bisschen das Thema eines Tobacco Vanille aufgreift. Natürlich auf seine eigene Weise, ganz anders interpretiert und dargestellt, keine Frage. Allerdings, wir haben hier auch diese vanilligen Noten mit dabei. Wir haben hier diese leichten Gewürze und wir haben hier auch eine Tabaknote mit dabei, die hier mehr in diese Richtung des Pfeifentabaks geht, merklich umgänglicher ist, merklich leichter zu mögen ist und das Ganze einfach kaum Ecken, kaum Kanten hat, mit einer, wie ich finde, dezenten Cremigkeit untermalt ist. Und das ist so einfach der Duft schlechthin, wenn man ganz sicher sein möchte, beispielsweise auf einem Date, ein erstes Treffen oder was auch immer im Winter, was vielleicht auch so ein bisschen in ein elegantes Thema hineingehen mag, da ist das, also für die Sicherheit, dass dein Gegenüber einen Duft mag, gibt es, glaube ich, wenig Besseres als diesen hier, wie ich finde. Und das ist ein Komplimentemagnet ohne Ende. Ein ganz, ganz wundervoller Duft. Und das habe ich gesagt, Platz 4. Ja, Platz 4. Der könnte auch entspannt auf Platz 1 sein, meiner Ansicht nach. Das ist also ein Schweizer Taschenmesser der Date-Düfte, der Winterdüfte, der Gefälligkeitsdüfte, wie auch immer. Also ganz krass. Parfum de Marley Herod. Und jetzt sind wir dann auch schon auf dem Treppchen angekommen. Wir sind bei Nummer 3, dem Alexandria 2 von Xerjoff, den ich nicht als Verkauf hier habe, sondern immer noch meine Probe hier habe. Und ich habe dann und wann mal über Alexandria 2 gesprochen, relativ selten, aber ich tat es in der Vergangenheit und ich finde diesen Duft grundsätzlich schön, ich finde ihn gut, ich finde ihn aber jetzt nicht über alle Maßen genial und diesen extremen Hype kann ich zumindest, ich kann ihn so grundsätzlich nachvollziehen, dufttechnisch ist es ein schöner Duft, ich verstehe, warum ihn viele Menschen mögen, warum er so, ja, dieses hohe Ansehen genießt.
Allerdings von meinem Geschmacksempfinden her wiederum nicht, weil er mich hier nicht so sehr abholt, wie er das bei anderen macht einfach. Ja, wir haben diesen typischen Rose-U-Duft, sage ich mal, in der Kopfnote ein bisschen aufgelockert. Ich habe hier mal nebenbei noch die Duftpyramide aufgemacht. Lavendel, Rosenholz, Apfelzimt und verschiedenstes Oud. Ja, wie gesagt, es ist ein sehr schöner Duft. Und gerade für einen ja, Oud-Duft, für diesen Duft, der in dieses orientalische Oud-Thema eben hineinsticht, ist er, wie ich finde, sehr leicht zu mögen, sehr umgänglich und kommt auch bei Leuten, die mit Parfümerie oder mit Parfum überhaupt nichts am Hut haben, trotzdem gut an, zumindest in der Luft liegend, aufgesprüht, direkt auf die Haut und dann gerochen. Kann das noch ein bisschen anders aussehen, aber in der Luft liegend, da entfaltet er meiner Ansicht nach seinen Zauber und ist schon sehr, sehr schön. Also rein vom Dufttechnischen her kann ich es nachvollziehen, warum er sich so großer Beliebtheit erfreut. Ich von meinem Geschmacksempfinden her, ich bin eher im Team Alexandria Orientale, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin Team Alexandria Orientale, habe da eine großzügige Abfüllung. Würde mir da tatsächlich auch den Flakart zulegen, da steht aber noch ein bisschen was anderes weiter vorn. Aber wenn ich irgendwo einen guten Preis entdecke, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Wie dem auch sei, Platz 3 geht hier an den Alexandria 2 von Xerjoff. Auf der Nummer 2 haben wir dann den Oud Wood von Tom Ford. Den haben wir hier einmal. Und ja, das ist, sage ich vorab, das ist einer dieser Düfte, bei denen ich die Einkategorisierung als Unisex-Duft zumindest von meiner Warte her nicht so wirklich nachvollziehen kann. Für mich ist das ein Herrenduft, ein Männerduft, schon durchaus ein etwas erwachsenerer Männerduft. Ich sehe den jetzt nicht unbedingt an jedem 18- oder 20-Jährigen, sondern finde, das muss schon noch ein bisschen mehr an die Reife gehen. Aber das ist halt alles so meine Ansicht. Das sieht natürlich jeder ein bisschen anders. Das ist auch richtig so. Die Welt wäre langweilig, wenn wir alle von demselben babbeln würden, auch wenn es heutzutage irgendwie gewünscht ist, habe ich den Eindruck. Jedenfalls, ja, sehr schöner Duft, der sich so in der Kopfnote so ein bisschen so eine kleine Süße bewahrt, eine kleine geschmeichelnde Art und Weise, sicherlich so aus dem Kardamom, schmeißt ein paar Gewürze mit rein, hat doch irgendetwas im Hintergrund dezent cremiges, also nicht von einer Creme-Komposition her, sondern cremig, hatte ich glaube ich schon mal gemeint, cremig ist, wenn alles so in einem Rutsch quasi mehr oder weniger durchgeht. Das ist nicht falsch verstehen, aber ihr wisst sicherlich, worauf ich hier hinaus möchte und dazu einfach diese wunderbare Holzigkeit. Und wenn man Oud Wood hört, würde man einen ganz anderen Duft erwarten, als das, was man hier auf die Nase bekommt. Er ist mega umgänglich, es ist ein Nasenschmeichler, er ist sehr einfach zu mögen. Und ja, das war es dann auch schon. Finde, er ist sehr, sehr schön elegant und könnte tatsächlich ein bisschen länger halten. Ich will damit nicht sagen, dass er schlecht in der Haltbarkeit ist, aber für einen Duft seiner Machart und seines Namens mit allem drum und dran, auch dem Preis, dem Namen, der draufsteht, könnte ein bisschen mehr gehen. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr schöner Duft. Er ist berechtigt auf Platz 2, wobei ich ihn da eher in Richtung Herrendüfte einordnen würde und da auf die 2 stellen würde, wobei ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, was da auf der 2 war. Ich kann mich auch nicht alles merken. Ja, schöne, schöne Sache. So, ich zeige ihn dir noch einmal in der Kamera und dann kommen wir zur Nummer 1. Und die Nummer 1 ist natürlich, wie sollte es anders sein, der Xerjoff Naxos. Da ist er meiner Ansicht nach, ich glaube auch schon eine ganze Weile, zumindest hat er sich schon seit vielen, vielen Monaten mindestens in den Top 3 herumgetrieben, herumgetummelt, wenn ich da nicht ganz auf den Kopf gefallen bin. Und ja, soll ich sagen, ein wunderschöner Duft, eine Kombination aus Honig, in der Hauptsache Tabak und ein bisschen diesem frischen, dezent zitrischen Eröffnungsakkord. Scheint hier ein bisschen so diese Batch-Variation zu geben. Ich habe hier eine Sache, wie man sieht, auch die Flüssigkeit sehr, sehr dunkel geraten. Ich finde, im Vergleich zu anderen Sachen gerät meiner relativ süß Richtung Drydown und verliert so ein bisschen diese wunderschön gemachte Tabaknote aus den Augen. Und dann geht einfach so ein bisschen ab in eine Richtung, die sicherlich viele Leute sehr schön finden. Ich persönlich würde mir wünschen, dass das ein bisschen mehr in die Richtung Tabak geht. Habe da aber auch schon Sachen gerochen. Eines Naxos, der da durchaus in diese Richtung geht, nur zumindest meiner Nase nach. Vielleicht bin ich da einfach nur ein bisschen zu sehr der Haarspalter, kann natürlich auch sein, aber ja, nichtsdestotrotz, ein sehr, sehr schöner Duft, Komplimente-Magnet, kommt richtig gut an. Und wenn es darum geht, einen sicheren Duft zu haben, bei dem man definitiv nichts falsch macht, kann er sich hier mit dem Herrrad von Parfum de Mali auf jeden Fall ja, die Hand reichen. Und erst
Zu Recht auf der 1. Also man könnte sich jetzt streiten, das könnte der sein, der sein, der sein, aber jetzt rein, wenn wir das vielleicht auf das Thema der Top 10 nehmen, er hat seinen Platz verdient, finde ich. Ja. Und mittlerweile ihn tragen viele, er wird hoch und runter diskutiert, besprochen, auf jedem zweiten YouTube-Kanal ist er vertreten, keine Frage. Er ist beliebt, er ist bekannt und das nicht ohne Grund, das auch völlig zu Recht. Jetzt kann man sagen, ja, ist nicht der kreativste Duft und alles drum und dran. Ja, natürlich nicht, wenn man ihn so oft riecht und so oft von ihm hört und alles drum und dran. Natürlich ist das nicht mehr das, was man als kreativ bezeichnet. Aber er ist gut gemacht, ist nicht ohne Grund so beliebt und ich wiederhole mich, ihr wisst Bescheid. Xerxes von Naxos, also sehr, sehr schön gemacht, kann man haben. Und wenn man so diesen einen dieser Around-Düfte haben möchte, gerade so für die kühleren Tage, frühen Herbst, nein, den frühen Frühling, den späten Herbst, den Winter, ja, dann kommt man, glaube ich, nicht unbedingt um diesen Duft herum. Nun gut, damit bin ich durch. Wir haben die Top 10 der Unisex-Düfte auf Parfumo gesehen. Keine Angst. Die Top 10 der Frauendüfte, die werden hier so bald nicht folgen, weil ich die schlichtweg nicht habe. Wenn wir einmal drauf schauen, ob ich hier sehe, ob ich überhaupt irgendwas davon habe. Sieht schlecht aus. Black Orchid, Portrait of a Lady, Delina Exclusive. Narciso Rodriguez sollte möglich sein. Coco Mademoiselle, Delina. Müsste ich auch irgendwo was haben. Mon Guerlain, nee. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir werden mal sehen, vielleicht irgendwann. Damit bin ich durch für dieses Video. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.